Ich bin Nico. Und ich bin sexy. Aber nicht sportlich. Noch nicht. Denn jetzt fahre ich von Oldenburg nach Berlin mit dem Rad. Über Bremen, Hamburg und dem Elbradweg geht es in die Hauptstadt. Denn dort werde ich mich von einem Hochhaus stürzen. Aber vorher probiere ich noch andere Sportarten. Seht selbst. Morgen. Ich bin hier in Lenzen, habe in der Burg übernachtet. Ich durfte übernachten, ganz toll. Und auch für Lenzen habe ich ein Gedicht. Lenzen wollte ich ja eigentlich schwänzen, aber ich warte auf das Burgfräulein. Das wird die große Liebe sein. Und wo ich jetzt hinfahre, das kann ich euch auch zeigen. Es geht wieder an der Elbe entlang, von Lenzen nach Wittenberge. Nicht zu verwechseln mit Wittenberg, wo Luther seine Thesen an die Kirche schlug. Wittenberg ist an der Elbe und da fahren wir jetzt lang. Nun ein Reim. Batman im Regen flattert Wittenberge entgegen. Tja, hier ist ein Wasserloch, ein bisschen Volleyball. Wo sind wir hier gerade? Wir sind in Wittenberge beim Naherholungsgebiet Strandbad Friedensteich. Was gibt's hier so? Ja, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal den Badesee als Freizeitaktivität. Dann haben wir, wie gesagt, den Ball, mit dem wir gerade schon einmal gelaufen sind. Dann haben wir verschiedene Blockhütten hier. Im Campingcharakter können wir hier übernachten. Ne? Minigolf haben wir im Angebot, Kegeln haben wir im Angebot und natürlich einen kleinen Kletterpark da für die kleinen Kinder, die hier ab und zu zum Spielen kommen, beziehungsweise zum Baden mit ihren Eltern und ihren Großeltern. Also alles, was ein Kinder- und Jugendherz bewegt. Ich durfte gerade in diesen Ball laufen. Was ist das für ein Ball? Ja, der Ball nennt sich Walking Ball. Wie der Name schon sagt, ist es zu Englisch Walking Ball übersetzt, wie gesagt, ein Gehball. Da gehen wir dann halt rein. Der ist aus Gummi, der Ball. Der hält bis zu 120 Kilogramm. Und mit denen kann man dann halt, wie gesagt, auf dem Wasser laufen. Machen das viele? Hier selber am See relativ wenige Leute, aber wir haben den Ball zum größten Teil im Einsatz in unseren Schwimmhallen hier mit dem Berge, beziehungsweise in Röbel, in der Müritztherme oder auch in Bad Staffelstein. Da wird der Ball relativ häufig genutzt. Also gehört ein Schwimmbad dazu? Genau, das gehört immer ein Schwimmbad dazu. Wir haben drei mehrere Schwimmhallen bei uns und wir sind groß und Unternehmen und da wird der Ball halt immer ausgetauscht, so wie das halt gebraucht wird. Kann es sein, dass der irgendwann mal platzt, wenn man dann im Wasser ist? Eigentlich platzen kann das eigentlich nicht. Der Ball, wie gesagt, also bis zu 120 Kilo ist er zugelassen und wenn man 130 Kilo wiegt, dann kann man da auch noch reingehen. Aber mehr sollte der nachher nicht sein, weil dann reißt das Gummi nachher irgendwann durch. Ich wiege 65 Kilo, damit wir es festhalten. Ich danke ganz herzlich, dass ich es machen durfte. Ja, gerne. The sky and the rain, and I think.
Sister. Und jetzt habe ich Hunger nach der harten Tümpelei im Tümpel und gehe essen. Man soll 36 mal durchkauen und 36 mal durchkauen ist ganz wichtig bei dem vegetarischen Döner, den ich mir geholt habe. Mal gucken, das ist mein erstes Mal Döner, wie es ist. Noch einmal zur Burg Lenzen. Es sind ja noch Fragen offen. Okay, Nico. Bärbel stellt die nächste Frage. Wie gefällt dir denn die ganze Gegend, durch die du radelst? Und wie ist die Resonanz bei den Bürgern der zu besuchenden Städte? Ist die Presse irgendwo besser auf Draht als in Delmenhorst? Ja, also die erste Frage, wie ist die Landschaft und so, die ist oft super. Also ich fahre durch verschiedenste Bereiche an der Elbe entlang und so und da sind manchmal denkt man, hier will man unbedingt wohnen. Da ist zwar nichts los, aber da will man unbedingt wohnen. Da sind tolle Häuser und Felder, bis wieder weit das Auge reicht. Und die zweite Frage war? Die Resonanz der Bürger und auch die Presse, das ist ja ungefähr dieselbe Frage eigentlich, ne? Manchmal trifft man natürlich immer Leute, die fragen, ja und warum machst du das jetzt? Und was soll das? Aber es sind viele Leute, die es auch cool finden und die mich auch bei sich aufnehmen und bei sich schlafen lassen. Und natürlich sind die Leute in jedem Bereich anders. Also ich fahre ja durch viele deutsche Kulturen, sag ich mal. Und die Presse reagiert auch auf dem Land oder in der Stadt immer verschieden. Also der zweite Teil der Frage ging in Richtung Resonanz der Bürger und wie denn sich die Presse verhalten hat. Die Leute vor Ort sind immer verschieden. Also ich fahre durch verschiedenste deutsche Kulturen, habe ich das Gefühl. Und die sind dann auch immer verschieden. Und manche Leute, also ich war ja bei der Friseurin und die hat dann auch gefragt, ja, warum machst du das eigentlich? Und das fragen mich auch andere manchmal zwischendurch. Aber eigentlich sind viele Leute sehr nett auf dem Weg. Und die Presse ist super nett, weil sie es bringt mich mehrmals. Es sind oft viele Leute vor Ort, viele Presseleute, die interviewen mich. Ich war beim Radio und all solche Dinge. Das habe ich vorher gar nicht gedacht, dass da so eine Resonanz ist. Eine etwas pikante Frage stellt Daniel. Ich würde gerne noch etwas mehr Landschaft mit radelndem Nico darin sehen und natürlich noch mehr nackte Haut. Ich gehe am besten nachher einmal so nackt durchs Bild. Mit Pillermann. Und radeln auch. Mit Pillermann.